Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute nicht alleine unterwegs, sondern mit der lieben Julia. Hallo. Wo befinden wir uns? Wir sind am Alpincenter Bottrop, weil wir hatten jetzt bei diesem komischen Winterwetter hier total Bock auf Schnee statt Regen. Deswegen dachten wir uns, wir gehen mal ein bisschen Skifahren. Richtig. Also wir hatten tatsächlich bis jetzt bei uns noch gar keinen Schnee. Mhm. Sowohl letztes Jahr als auch dieses Jahr. Und wir können es einfach nicht erwarten und wollen unbedingt Schnee sehen. Ja, genau. Im Hintergrund befindet sich das Ganze. Und ich würde sagen, wir packen jetzt unsere Sachen und gehen rein. I would do anything, just to get you back again. I would do anything at all. So, Freunde, ich habe mich umgezogen. Ich habe mich ganz dick eingepackt, habe auch meine Skihose an. Das sieht alles so ein bisschen bescheuert aus. Laufen kann ich in den Schuhen schon mal absolut gar nicht. Ich hoffe, das läuft mit dem Fahren besser. Ich bezweifle es. War ja auf dem Eis auch nicht so gut. Julia ist auch fertig. Julia befindet sich hinter der Kamera und ich bin sehr gespannt, wie es da drin aussieht. Ich war nämlich noch nie hier. Ja, Sandy, wann bist du denn das letzte Mal Ski gefahren eigentlich? In der Skifreizeit, in der 8. Klasse. Okay, wie lange ist das her? Ein paar Jährchen. Guck mal, wie ich laufe. Wie so eine Bartschellente. Ja, lauf mal ein bisschen. Ich glaube, das Problem haben viele Skifahrer. Hörst du die Musik? Yo, Almmusik. Ja. Sehr schön. Ja, das kommt hier in 61 bis 162. Du auch? Nee, ich fahre ohne. Ich muss ja die Kamera halten. Stimmt, stimmt. Die Julia kann das wohl. Nee, ich glaube nicht. Aber sie fährt ohne Stöcke. Die nehmen. So, ab auf die Piste. Schaut mal, wie schön. Ich würde sagen, es gibt hier zwei Strecken. Einmal die, ja, wie soll man die nennen? Idioten. Die Idioten. Die Idiotenhügel. Genau. Und da wir Idioten sind, werden wir die als nächstes betreten. Okay. Als erstes. Fühlst du dich auch so dämlich wie ich? Ja. Okay. Julia. Läuft schon super. Wir hängen fest. Genau, das ist der Schneeflug. So fahre ich gerne runter. Ich fahre dir dann einfach mal hinterher. Ich gucke mir mal an, wie du das so machst. Guck mal, so genau ja. So werde ich es auch. Okay. Und ich schnell. Das wird uns nicht passieren. Traust du dich? Nein. Okay, ich mach langsam. Muss ich erstmal das Bremsen üben, das ist das Ding. Vor einem Jahr tatsächlich in Winterberg, gar nicht weit weg von hier. Richtig gut kann ich es auch nicht, also kann man sehen. Warst du denn schon mal hier? Ja, ist aber schon länger her. Also so zum Üben finde ich es eigentlich ganz cool, aber für Profis ist es glaube ich nicht so wirklich was. Okay, das war laut. Ihr habt es gesehen, die Julia hat es voll drauf. Und aufgrund dessen wird sie jetzt mit der GoPro einmal die komplette Piste runterfahren, denn das hier ist nur die Anfängerstrecke. Dahin ist auch ein Schild, dass es nicht erlaubt sei, dass die Anfänger dort runterfahren. Und ich bin halt eigentlich ein Anfänger. Ja, ich weiß, ich war auf der Skifahrzeit, aber das ist ein paar Jährchen her. Da ich mich noch nicht so wirklich sicher fühle, sie das jetzt einfach übernehmen und dann könnt ihr euch mal unten das mal anschauen. Und ich schaue mir das danach dann auch auf der Kamera an, wie schön es da ist. Ich wünsche dir Glück. Tschüss. We'll be right back.
Umschanzen und so für die Vollprofis. Also da jumpen dann die Snowboarder drüber und so. Eigentlich dauert die Fahrt nach oben wieder länger als die Fahrt nach unten. So, was wir vielleicht noch vergessen haben zu erzählen, wie teuer das Ganze eigentlich ist. Kostet 42 Euro und das Essen ist mit inbegriffen, das haben wir uns gerade schon gegönnt. Und Sandy, wie war's? Fand ich auch. Ziemlich krasse Auswahl für All-In. Und Getränke gibt's auch, sogar Bierchen. Apropos Bierchen, ihr habt tatsächlich die Möglichkeit, immer am Wochenende, freitags und Samstag hier an einer Akku-Ski-Party teilzunehmen, denn nachdem die Leute sich ausgepowert haben beim Skifahren, kann man sich hier auf jeden Fall 1, 2, 3, 4 oder auch 5 Bierchen gönnen. Und das Ganze hier an der Bar. Das können wir heute leider nicht mitmachen, aber beim nächsten Mal sind wir auf jeden Fall hier, oder? Ja, würde ich auch sagen. Auch das ist im Eintrittspreis mit inbegriffen. Also es ist alles inklusive. Alles, was ihr hier machen könnt, ist inklusive. Sandy und ich hatten übrigens keine eigenen Skier. Haben ja viele wahrscheinlich auch nicht einfach mal so zu Hause. Man kann sich die aber hier kostenfrei ausleihen. Ziemlich geil. Also auch was für Spontane. Wenn man keine Skihose hat, dann kann man sich die auch gegen kleinen Aufpreis ausleihen. Ach, und die Schuhe außerdem auch? Ach so, ja, genau. Ja, Schuhe, Skier, Stöcke, eigentlich alles, was man braucht. Glaubst du, die müssen heute für uns ausrücken? Bestimmt. Ihr braucht euch auf jeden Fall keine Sorgen machen, falls ihr euch unterwegs mal aus, wie man so schön sagt, Maul legen solltet, werdet ihr dann schön auf diese Liegen gelegt und dann, ich sag jetzt mal, abtransportiert. Ich würde mal behaupten, das hast du ganz schön gut gemacht. Ja, weiß ich nicht. Könnt ihr ja dann beurteilen. Genau, schreibt das mal unten in die Kommentare. Außerdem könnt ihr uns unten in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal Skifahren wart. Das würde mich doch sehr interessieren. Oder wart ihr tatsächlich schon mal hier? Das könnt ihr auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann wird es uns beide sehr freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben geben würdet. Ebenso könnt ihr uns abonnieren und vergesst auf jeden Fall nicht, die Glocke zu aktivieren. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Tschüss.